Ja, das hat schon, warum wir auch, es waren ja verschiedene Sachen früher sind passiert. Die Aussiedlung der Kärntner Slowenen, schon bei der Besetzung von Jugoslawien, haben sie dann eigentlich unsere Pfarrer haben sie überstellt in deutsche Pfarren. Dann war in der Kirche auf einmal, haben wir nicht mehr dürfen Slowenisch singen. Und bei uns war Gasthaus, da haben wir müssen über jedes Tier hinauf, Plakate auf, Kärntner spricht Deutsch. Dann hast du müssen immer aufpassen, wer im Gasthaus war. Es waren immer wieder Spitzel dabei, ob man Slowenisch redet oder nur Deutsch. Wenn man gewusst hat, jetzt ist niemand da, hast Slowenisch geredet, sonst war aber verboten. Und noch im 42er Jahr, da haben sie fünf Familien in Ludmersdorf ausgesiedelt. Dann wären auch wir waren auch auf der Liste, unsere Familie und noch angeblich sollten 16 Familien aus der Gemeinde ausgesiedelt werden. Das wurde dann auch eingestellt. Ich weiß nicht. Es war angeblich, haben wir gehört, dass so viel, die haben nicht gewusst, wohin mit den Leuten zuerst. Und dann haben sie halt eingestellt.